Und das jetzt noch hinzubekommen, ist eigentlich blöd. Das ist jetzt wirklich blöd. Und doch hier bei dem Looping, das können wir, glaube ich, am ersten noch eins nach hinten setzen. Direkt nach dem Looping. Hier, Bereich für Actionfoto, ja. Über dem Weg. Direkt über dem Weg, naja, warum eigentlich nicht? Gut, dann denke ich mal, wir kriegen das hin, dass wir hier das jetzt genauso wieder bauen, wie wir es gerade hatten. Auf wie viel waren wir da? Ich weiß es nicht mehr. Auf 13? Doch, wir waren auf 13, ne? Genau. Wir waren auf 13 und dann hatten wir, glaube ich, zwei von diesen Kurven, oder? Hatten wir dann eine weite Kurve? Ich glaube, wir hatten dann eine weite Kurve. Und dann eine nicht ganz so weite Kurve. So haben wir es gemacht. Ich glaube, so passt das. Dann hier runter. Da machen wir mal so ein Double Down. Passt das nicht? Doch, wir sind zusammen, oder? Ne, wir sind nicht zusammen. Es war doch keine weite Kurve, es war doch eine normale Kurve. So, jetzt hier runter. Dann doch noch nicht runter, dann vielleicht tatsächlich stattdessen noch ein bisschen hoch. Jetzt geht's. Jetzt sind wir zusammen. Dann geht's hier nochmal ein kurzes Ding hoch. Okay. Jetzt erstmal testen. Wir könnten 2 mit 7, 2 mit 6. 2 mit 15, naja, das ist tatsächlich schon das längste mit 8 Wägen und dann testen wir mal einen Eingang, ist noch nicht gebaut, stimmt. Den Eingang wollte ich hierhin bauen, das war der Plan, ne? Das war der Plan. Ja. Von da drüben rüber wäre möglich, aber ich baue immer ganz gerne Eingang und Ausgang eigentlich nebeneinander. Der Ausgang kommt auf jeden Fall mal dahin. Und der Eingang kommt dann einfach mal dahin. So, das passt. Und jetzt testen, oder? Jetzt testen. So, alles steht und fällt, ob wir da hinten über den Looping drüber kommen. Ich bin gespannt. So, hier geht's hoch. Also der Lüft, der Kettenlüft, der geht schon mal. Kettenbereich. So, ja, das werden wir nicht schaffen. Doch, gerade so. Optimal ist es aber nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, brauchen den Kettenlüft ein bisschen höher. Weil der Zug ist ein bisschen zu langsam für alles. Ein bisschen höher müsste er sein. Kriegen wir das hin? Doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, aber nicht so leicht. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ich schaue mal ganz kurz die Werte an. Es gefällt mir schon, aber es müsste hier gerade am Anfang ein bisschen höher sein. Ein ganz kleines bisschen höher. Können wir den Kettenlüft vielleicht schneller stellen, aber ich glaube, den kann man nicht schneller stellen. Den kann man hier in dem Spiel nicht schneller stellen. Da müssen wir, glaube ich, theoretisch so, naja, genau. Währenddessen hier schon mal die Farben um. So. Ja, die Intensität ist nämlich auch nicht so hoch. Das ist nicht, ist noch nicht optimal. Okay, pass mal auf. Wir haben wieder ein bisschen Geld verdient.
kriegen wir das hin, den Kettenlift länger zu machen? Dann müssten wir hier idealerweise das mal abreißen. Tja. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Dass wir dann hier wieder trotzdem in den Ding reinkommen. Ich glaube, so geht es nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier so rum, dann hier wieder rum. Zwei Kurven. Das ist aber auch nicht so optimal, ne? Ich glaube, auf 13 waren wir sowieso vorher schon. Da müssen wir schon noch ein bisschen höher. Waren wir vorher nicht auf 17? Ach ja, aber erst nach der Kurve waren wir auf 17. Wir kommen da schon hoch, aber dann sind wir halt nicht mehr hier. Sondern sind wir da. Ach, blöd. Wir müssten eins weiter rüber. Dann müssen wir die alle Bäume hier wegmachen. Das ist mir eigentlich nicht recht, weil ich finde es gerade gut, diese Bäume hier als Abgrenzung. Oh, der ist schon wieder defekt. Die Bäume hier als Abgrenzung zu dem Helaskäfer hier zu haben. Ich finde das aber ziemlich schick mit dem Looping, wie der positioniert ist. Warte mal. Wenn wir den Looping tatsächlich. So. Genau. Da muss es ja nach oben gehen auf jeden Fall. Das ist ja klar. Wenn wir das so jetzt irgendwie hinkriegen. Ich glaube, so kriege ich es hin. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Jetzt mal auf. Dann machen wir mal hier so hoch. Auf wie viel kommen wir denn da? Dann kommen wir auf 17. Von diesen 17 müssen wir hier reinstürzen. Das ist klar. Dann können wir hier nämlich nochmal runtergehen. Auf 15. Auf 12 hätten dann hier nochmal eine schöne Kurve in diese Richtung. Es geht nicht, weil Achterbahn im Weg. Okay, aber so müsste es gehen, oder? Und dann trotzdem Achterbahn im Weg. Ach, blöd. Nochmal eins höher hier. Ja, warte mal. Machen wir das mal so. Machen wir hier doch noch mal ein bisschen höher. Zack, 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 zack. Da sind wir nämlich hier bei 16. Machen dann die Kurve. Machen dann noch ein bisschen höher. Auf 19. Und gehen jetzt nach unten. So, über Wasser kostet natürlich besonders viel Geld, aber im Moment ist es noch okay. Dann wären wir bei 17. Ich würde gerne mit 18 hier arbeiten oder 17. 17 ist okay. Dann hier ganz eng, eine enge Kurve. Durch den Looping durch wäre eigentlich ganz cool, ne? Aber das geht von dem Winkel her nicht, das werden wir nicht schaffen. Gut, noch ein bisschen Geld aufnehmen. Hier sehe ich jetzt nicht genau, wo ich bin. Ich finde auch, die Kurve ist eigentlich zu eng. So wird es nicht gehen. Aber dann, glaube ich, korrelieren mit dem hier, oder? Kollidieren. Oder nicht? Jetzt wird der wieder so lang, dann der Coaster. Eigentlich gar nicht so gut. Pass auf, wenn wir das dann doch ein bisschen anders machen. Doch so direkt hier in die Kurve rein und jetzt das Ganze verbinden. Das müssten wir doch jetzt irgendwie verbinden können. Oh, da sind wir auch schon sehr weit drüben. Aber ist ja kein Problem. Wir müssen ja hier auch nicht unbedingt die Kurve machen. Wir können ja hier auch erstmal gerade machen. Doch durch den Coast, doch durch den Looping durch. Doch durch den Looping vielleicht durch. Na, irgendwie
nicht optimal. Wenn wir hier ein bisschen niedriger wären, dann würde es gehen. Dann machen wir doch mal hier auf 16. Machen wir doch mal auf 16. Versuchen wir doch mal noch den Looping durchzukommen. So. Ich glaube, es geht, oder? Ich glaube, es geht tatsächlich. Perfekt. Und dann machen wir hier die Kurve. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu schnell ist. Und dann müssten wir hier auf 17 hoch. Da wir sind sogar richtig. Ja, ich glaube, wir sind jetzt richtig. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Frage ist, ob das jetzt hier nicht zu schnell ist, dieses Stück hier. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt fährt er erstmal schön gemütlich nach oben, das passt. Wir sind im August, bald mache ich Aufnahmepause. 20. August. Okay, das schaut schon mal ganz gut aus. Dann geht es jetzt hier runter. Wir haben wieder nicht genug Speed, ne? Ich meine, dort den Looping durch ist schon mal cool. Das auf jeden Fall. Vielleicht ist auch einfach der Zug zu lang, weil wir hier von der Kette nicht so richtig loskommen. Es gefällt, also die Stelle gefällt mir besser. Die hier gefällt mir noch nicht so gut. Aber das kriegen wir noch mal anders hin. Das kriegen wir noch mal anders hin, glaube ich. Also das gefällt mir schon mal besser. Ich warte kurz auf die Testergebnisse. Zeus Donner ist defekt. Wie schaut es denn mit Zeus Donner überhaupt aus? Fahren da überhaupt noch Leute mit? Oder fährt da eh keiner? Doch, da stehen viele Leute an. Das passt. Ah ne, das ist die Rutsche. Das ist die Rutsche, bei der die ganzen Leute anstehen. Wie schaut es hier aus? Keine Gedanken. Blöd. Da sehe ich jetzt nicht, ob es ihnen zu teuer ist oder nicht. Wird hoffentlich gleich repariert. Schaut es mit dem Mechaniker Nummer 2 aus. Repariert gerade. Hat er die Rutsche mit drin? Jetzt schon. Okay. Gut. So, ist er jetzt wieder offen? Nein, immer noch defekt. Was haben wir erforscht? Die Einschienenbahn und jetzt kommt die nächste Achterbahn. Ich schaue mal ganz kurz, was wir alles erforscht haben. Einschienenbahn, aufgesetzte Steigerungsachterbahn, Holzachterbahn, rasende Maus. Ist alles nicht so wirklich was hier oben hin gut hinpasst. So, jetzt fährt er wieder. Und was denken sich die Leute? So viel bezahle ich nicht. Ich dachte es mir doch, dass wir inzwischen hier ein bisschen runtergehen müssen. Hier fährt auch keiner. So viel bezahlen sie nämlich nicht fürs Karussell. Das wird günstiger. Der Twister, die Tartarus-Reise ist immer noch aktiv. Hier sind auch viele Leute. Okay. So, dann teste ich das Ganze, beziehungsweise schauen wir jetzt erstmal die Testergebnisse an. So, na das, ja, wir testen das mal mit einem Wagen, mit einem kürzeren Wagen. Und zwar fährt einem, der nur 6 hat. Dann haben wir zwar ein bisschen kleineren Durchlauf, aber vielleicht wird er hier früher losgelassen. Hat dann einen schnelleren Speed. Ich schau mal. Wenn da Leute drin sitzen, dann wird der Wagen natürlich auch schwerer. Was auch dazu führt, dass er schneller wird. So, der fährt da hoch, ja. Ja, das ist schon besser. Ist schon besser, ne? Die Frage ist, ob er den Looping jetzt schafft. Ja, und ich finde auch mit einer sehr guten Geschwindigkeit. Dann fährt er da rum. Doch, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, da muss man hier nichts umbauen. Okay. Hier können wir vielleicht noch ein paar Wasserspritzer reinbauen.
Leider nicht. Schade. Na gut, dann nicht. Vielleicht ein Baum. Einen hohen Baum. Ist der hoch? Nee, der ist nicht hoch. Griechischer Baum, der hier. Ja. Bauen wir hier noch ein paar Bäume ran. Gut, dann haben wir, ja, 5,39. Intensität ist halt jetzt nicht so mega, ne? Also bevor wir das noch länger rummachen, werde ich es jetzt trotzdem mal öffnen. Das passt schon so. Gut. Achso, wir müssen es erst testen. Wir müssen es erst testen. Währenddessen können wir schon mal die Anstehwege bauen. Dort ist das nächste Ausgang. Und der Anstehweg muss ja von hier in diese Richtung laufen. Das geht schon mal. Das ist gut. Die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt über die Achterbahn drüber? Ich glaube hier hinten rum, oder? Hier hinten rum ist, glaube ich, am besten. Hoch, hoch, hoch. Dann rüber. Und dann runter, runter, runter. So. So, so machen wir das. Ein paar Bänke hin für etwaige Schlechtigkeiten. Tja, der kommt hier gar nicht hinterher, glaube ich. Der Typ, der muss sich noch mal einen zweiten einstellen, der wirklich sich nur um die Blumen kümmert, weil das ist eine Mörderaufgabe, wie ihr seht. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle. Haben wir alle? Ja. Gut. Ja gut, vielleicht kann er auch noch die Mülleimer ausleeren. Der zweite. Wenn er schon durchläuft. Ja, es passt schon. Gut, was ist jetzt hier los? Wir haben 5,93. Das heißt, wir können hier 11 Euro verlangen. Für den können wir 3 Euro verlangen. Ne? So, 11 Euro. Starten das Ganze. Und wir warten nicht auf voll, sondern machen wir einfach beliebig. Das können wir hier auch machen. So. Und das können wir hier auch machen. Das jetzt bei den anderen überhaupt genommen. Das schaut ein bisschen, das sah ein bisschen hackelig aus, das Menü. Ich will mal hier für sauberes Gras sorgen. Gut, den nächsten Coaster, das wird dann wahrscheinlich, also die nächste Achterbahn, das wird dann wahrscheinlich dann der Corkscrew werden. Also der Korkenzieher, die Korkenzieher-Achterbahn. Die baue ich dann in der nächsten Aufnahme. 539 Besucher haben wir im Moment. Ja, wir brauchen auch ein paar weniger aufregende Attraktionen. Also, beziehungsweise schon aufregend, aber keine Achterbahn. Ihr wisst, was ich meine. Also, andere aufregende Flat Rides. Die Frage ist, oh, ich hoffe nicht, dass die Bremsen defekt sind. Oh, schaut aber so aus. Ah, das schaut so aus, wenn die Bremsen defekt. Nein, der bremst. Okay. Aber die Bügel öffnen sich wahrscheinlich nicht. Alte Vorrichtung öffnen nicht. Gut. Ja, jetzt fährt er nämlich einfach so los, vor allem weil es jetzt auch regnet. Ist natürlich so, dass die Leute nicht mit der Achterbahn fahren wollen. Verstehe ich auch. 4000 haben wir schon wieder auf der hohen Kante. Können wir zurückzahlen. Dann machen wir vielleicht mal gratis Popcorn. Oder Zuckerwatte. Und vielleicht allgemein eine Werbekampagne für den Park. Ja, für 2 Wochen zumindest. Gut. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier ein bisschen schöner gestalten. Kriegen wir das irgendwie hin? Ich glaube nicht, weil da ja auch die Achterbahn ist, ne?
Dann machen wir das einfach so. Dann machen wir es einfach so. Und hier hinten können wir es vielleicht ein bisschen schöner tatsächlich gestalten. Und an der Seite auch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ach, das geht nicht, weil die Achterbahn weg ist. Nein, da kriegen wir es doch nicht hin. Hallo? So. Aber da dort hinten hoffe ich, dass ich es doch ein bisschen schöner hinkriege. Aber vielleicht auch nicht, weil da auch da vielleicht die Achterbahn im Weg ist. Ich schau mal. Hier, da geht's. Da geht's. Ja, da ist die Achterbahn drum im Weg. Hier kriegen wir es aber hin. So. Das ist ein bisschen aufgeräumter. Und da wollte ich eigentlich auch noch hin. Ich sehe halt mal wieder nichts. Attraktionen bitte weg. Landschaft weg. Stützen weg. So, jetzt sehen wir ein bisschen was. Dann nehme ich mal dort das Ding erhöhen. Ach, geht auch nicht, weil die Achterbahn im Weg ist. Das ist ja verrückt. Geht nicht. Na gut, dann geht's nur so leider. Dann kriegen wir es nicht besser hin. Das ist aber nicht schlimm. Gut, wie schaut es sonst aus mit Müll und so? Schaut eigentlich gut aus, oder? Ich sehe jetzt hier keine größeren Probleme. Hier sind die Achterbahnen relativ leer. Das ist ein Problem, aber es liegt daran, dass es gerade geregnet hat. Da passt es auch mit dem Müll. Passt. Hier sind auch keine Randalen und so weiter passiert. Okay. Hier fährt schon wieder keiner mehr mit. Was ist denn los? Was habt ihr denn? So viel bezahlt ihr wieder mal nicht. Mensch. Machen wir mal 1,20. Da fahren sie mit. Das ist gut. Schaut's da aus? Da haben sich inzwischen auch Leute versammelt. Okay. Und unsere neue Achterbahn. Unser neuer Star am Himmel. Der kommt sehr gut an. Das gefällt mir. Ja, ich denke, die Achterbahn, die kommt gut an. Sieht mir zu extrem aus. Ach so, extrem ist sie doch nicht. Und Übelkeit ist auch eigentlich ganz cool. Ja, gut. Schauen wir mal an. Erstmal vielleicht kurz speichern. Schauen wir mal kurz an, was die Leute sich denken. Ein Parkwegweiser habe ich schon. Ich bin nicht hungrig. Ich möchte gerne etwas Aufregendes als Karussell. Dieser Park ist sauer ordentlich. Mir ist schlecht. Ich habe keinen Durst. Ich finde die Springbrunnen großartig. Ich will nach Hause. Mir ist schlecht. Tartarusreise war ganz toll. Ich habe keinen Durst. Hellas Käfer war ganz toll. Okay, also die Leute sind zufrieden. Sie freuen sich. Sie haben keinen Hunger. Das ist doch super. Wunderbar. Wir können auch jetzt wieder ein bisschen Geld zurückzahlen. Was kommt als nächstes in der Forschung? Die hängende Achterbahn. Ach, die Lorne-Achterbahn haben wir tatsächlich. Und die Achterbahnen sind durch. Dann wollen wir jetzt mal die aufregenden Attraktionen. Die Lorne-Achterbahn ist genau die, die ich gebraucht, auf die ich gewartet habe. Dann werden wir die wohl als nächstes bauen. Die Lorne-Achterbahn, die werden wir dann hier oben hinbauen. Hier. Und ich hatte schon öfters erzählt, wie genau. Hier runter. Durch den Berg. Hier wieder hoch. Und irgendwie so. Genau. Sehr schön. Die machen wir dann mal als nächstes. Aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Ich werde jetzt gleich die Aufnahme beenden. Und die zweite Hälfte, also die zweiten zwei Jahre. Machen wir dann in der nächsten Aufnahme. 640 Besucher haben wir. Geld kommt gut rein. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, hier können wir vielleicht noch kurz was bauen. Weil hier ist noch ein bisschen leer. Eine weitere Info brauchen wir nicht. Die haben wir hier schon. Aber ich denke mal einen Eisstand oder sowas. Einen Eisstand haben wir da nicht, ne? Nee. Ah, da sind Bänke kaputt. Da hat jemand aber sowas von. So, mal kurz einen Eisstand hier hin. Und vielleicht noch einen Popcornstapel. Den haben wir auch noch nicht. Und ich denke mal, dazwischen machen wir einmal Luftballons. Die kommen auch immer gut an. Ist dasselbe Blau wie da oben? Passt. Gut, und jetzt, dank die kaputt ist,
Ob die kaputt ist, ersetzen. Ist die auch kaputt? Ja, die ist auch kaputt. Gut, sonst passt alles. Wenn hier mal noch ein paar Bänke hinpflanzen. Die Leute sollen ja möglichst entspannt hier durch den Park gehen können. Wir sind glaube ich schon über Bänke, deswegen können wir da keine mehr hinpflanzen. Da habe ich auch schon welche, ja. So. Gut, super. Andenkenladen vielleicht da noch hin. Warum eigentlich nicht? Auf die Seite. Perfekt. Sehr schön. Wunderbar, unsere Coaster laufen, die Leute sind glücklich und ich werde jetzt mal eine Aufnahmepause machen, vielleicht einen kurzen Überblick über den Park. Also wir haben bisher hier das Karussell hingebaut, hier eine Flat Ride, das waren die einzigen beiden, die wir bisher gebaut haben. Hier möchte ich noch die ein oder andere bauen, wir erforschen die auch gerade. Ich mache glaube ich mal Pause. Welchen Oktober haben wir denn? Der 22. Ja, passt fast genau die Hälfte der Zeit. Also hier wollen wir noch die ein oder andere Flat Ride hinbauen. Dann kommt hier oben unsere Minenachterbahn hin, hier kommt unsere Korkenzieherachterbahn hin. Ja, und dann, was wir mit dem Rest des Parks machen, lasse ich mich noch überraschen. Da weiß ich noch nichts, aber das sind ja schon mal ganz gute Pläne, die wir verfolgen können und mit denen wir, denke ich mal, unsere 1000 Besucher bis zum Ende Oktober Jahr 4 hinbekommen können, also in den nächsten 2 Jahren. Gut, also wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis gleich, Leute!